Ich darf mich Ihnen als neuer Direktor des Erzbischöflichen Diözesanmuseums Paderborn vorstellen. Mein Name ist Holger Kimkins und ich habe seit Mitte Oktober das Vergnügen, das Haus leiten zu dürfen. Habe vorher das Diözesanmuseum in Bamberg geleitet. Und ja, mit Bamberg haben auch diese beiden Figuren viel zu tun, die Sie neben mir sehen. Es sind Figuren des heiligen Kaiserpaares Heinrich II. Und Kunigunde, die das Bistum Bamberg im Jahre 1007 gegründet haben und eben auch bis heute die Bistumspatrone von Bamberg sind. Der Lieblingsaufenthaltsort von Heinrich und Kunigunde war Bamberg, aber der zweithäufigste Aufenthaltsort war Paderborn. Und hier in Paderborn ist dann auch am 11. August 1002 Kunigunde zur deutschen Königin gekrönt worden. Also auch ein Ort, das für ihre Biografie einen ganz, ganz hohen Stellenwert hatte. Heinrich und Kunigunde waren hier oft genug zum Weihnachts- oder Osterfest in Paderborn. Und so wird es auch erklärlich, warum Paderborn zu einem der Hauptverehrungszentren des heiligen Kaiserpaares wird. Warum heiliges Kaiserpaar? Im Jahre 1146 ist Heinrich II. Und im Jahre 1200 Kunigunde heilig gesprochen worden, was sie mit einigen Herrscherinnen und Herrschern des Hochmittelalters teilen. In dem Falle sind sie aber wirklich das einzige heilige Kaiserpaar und über Jahrhunderte das einzige heilig gesprochene Ehepaar. Es müssen offensichtlich im Spätmittelalter auch Reliquien von Heinrich und Kunigunde hierher nach Paderborn gekommen sein. Denn diese Büsten, die wir hier sehen, sind keine normalen Bildwerke von Heiligen, sondern es sind Reliquienbüsten. Das können Sie noch bei der Büste des heiligen Heinrich sehen. Dort ist unten ein kleines Loch zu erkennen, was früher sicherlich mit einer kleinen Glasscheibe verschlossen war. Und dahinter hat man eine Heinrichsreliquie verwahrt. Wir wissen nichts Genaues darüber, sie ist auch heute nicht erhalten, aber es wird sicherlich eine Knochenreliquie von Heinrich gewesen sein. Dasselbe dürfen wir für Kunigunde, seine Gemahlin, annehmen. Dort ist allerdings, wenn Sie genau hinschauen, dieser Bereich ziemlich zerstört. Er ist weggebrochen, sodass wir keine genauen Vorstellungen haben, wie die Öffnung dort gestaltet war, geschweige denn, dass wir etwas über die Kunigundenreliquie wissen. Aber es sind eben Reliquienbüsten, die nochmal die besondere Präsenz dieser Heiligen uns vor Augen führen wollen, dadurch, dass sie eben auch reale Körperteile in sich verwahren. Aber zurück zu unseren Büsten. Sie sind einerseits sehr charmant gestaltet in ihrer Erscheinung, auch ganz andächtig falten sie die Hände vor der Brust zusammen, ein im Mittelalter aufgekommene Gebetshaltung. Damit drücken sie eben auch ihre Fürbittfunktion aus. Ihre Kronen verweisen auf ihren irdischen Rang als Kaiser und Kaiserin. Die Gesichter sind sehr ausdrucksvoll gestaltet. Das Ganze wird auch hier durch die Farbfassung noch unterstützt, die in größeren Partien erhalten geblieben ist. Und das Ganze eben verlebendigt. Das sehen wir gerade noch bei Kunigunde, die lebendige rote Wangen bekommen hat, einen roten Mund, aber auch der Augenausdruck, der ein bisschen auch in sich gekehrt wirkt. Sie wirkt eben andächtig und schaut eher nach innen als nach außen. Es sind qualitätvoll durchgearbeitete Bildwerke, das sehen wir vor allem in der Haargestaltung. Kunigunde, deren Haare in großen Haarsträngen über die Schultern fließen, während bei Heinrich sehr aufgedrehte, kräftige Locken das Bild bestimmen, eine Frisur, die uns einen Weg weist in eine andere Kunstlandschaft. Der Bildschnitzer, der die Figuren geschnitzt hat, dürfte in Böhmen gelernt haben, vielleicht sogar in der Hauptstadt Prag. Das heißt nicht automatisch, dass diese Bildwerke dort auch entstanden sind, aber sie haben ihre stilistische Heimat dort. Leider wissen wir gar nicht so viel über die Herkunft der beiden Figuren, wo sie hier in Paderborn aufgestellt und verehrt worden sind. Sie sind erstmals fassbar 1890 im Besitz des Altertumsvereins hier in Paderborn und sind dann später in die Sammlung des Diözesanmuseums eingegangen. Manche sagen, sie stammen aus der Minoritenkirche, also der Kirche der Franziskaner-Minoriten, aber all das ist nicht hundertprozentig überliefert. Auf der anderen Seite sind sie für uns ganz wichtige Zeugnisse und ein wichtiger Beleg für die
Verehrung des heiligen Kaiserpaars Heinrich und Kunigunde hier in Paderborn schon seit dem Hochmittelalter in dem Falle vertreten durch diese spätmittelalterlichen Büsten, die immer wieder einen Blick wert sind. Vielen Dank.